Was hast du? Hab ich was falsch gemacht? Nein. Du wolltest doch auch, oder? Papa und ich werden in Zukunft wieder mehr zusammen sein. Aha. Ja, stell dir vor, ich hab ihn immer noch lieb. Jetzt kommst du spät nach Hause, morgens gehst du mir aus dem Weg, das sagt doch alles. Du verdächtigst mich. Mich wundert nur, dass dir nichts Besseres einfällt, um es mir heimzuzahlen. Ach, Unsinn, Florian, natürlich fährst du zu ihr. Hast du das wirklich gut überlegt? Nee. So, und jetzt häng dich an deinen Computer und sag dieser Maren, dass du kommst. Wer ist eigentlich Silke? Wen meinst du? Silke, du hast vorhin von ihr gesprochen. Ja, wenn du jetzt nicht drüber sprechen willst, okay. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar sehr froh, wenn ich darüber sprechen kann. Pass auf dich auf. Hm? Mach's gut. Ja, ja, ich bring dir alles mit. Bis nachher. Silke war was ganz Besonderes. Sie war so anders. Was meinst du mit anders? Naja, immer wenn wir zusammen waren, es war so wunderschön. Wir haben uns super verstanden und mussten auch keinen Ton sagen. Und jeder wusste, was der andere wollte. Jedes Mal, wenn ich sie in den Armen hielt, dann wollte ich sie nie wieder loslassen. Hätte alles so bleiben sollen. Was ist denn passiert? Sie ist weg. Wie? Sie hat dich verlassen? Sie ist gegangen. Einfach so gegangen. Hat sie nicht gesagt, warum? Habt ihr euch gestritten? Nein, es war kein richtiger Streit. Ich glaube, sie hatte Angst vor mir. Angst vor dir? Warum das denn? Ich weiß doch nicht. Hast du mir was angetan? Nein, niemals. Ich hätte mir was antun können. Ich habe sie doch geliebt. Aber irgendwas muss doch passiert sein, sonst hätte sie keine Angst vor dir gekriegt. Alex, hattest du damals schon diese Probleme? Ich meine, war damals schon mit dir irgendwas nicht in Ordnung? Ja, ja, ich hatte Probleme. Ich habe doch verdammt nochmal viele Probleme, aber ich habe ihr nichts getan. Das musst du mir glauben. Ich hatte sonst doch niemanden. Du musst jetzt nicht drüber sprechen. Es tut mir alles so leid. Es tut mir alles so verdammt leid. Alex' Zustand hat sich weitgehend stabilisiert, dank der verabreichten Neuroleptika. Was heißt weitgehend stabilisiert? Er fühlt sich nicht mehr verfolgt. Die paranoiden Wahnvorstellungen sind abgeklungen. Glauben Sie, dass Alex wieder ganz gesund werden kann? In ähnlichen Fällen von Schizophrenie haben wir gute Erfolge erzielt. Ich bin optimistisch. Gott sei Dank. Wie geht es ihm? Nicht besonders. Ich habe versucht, mit ihm über Silke zu reden. Das hat ihn total aufgeregt. Vielleicht ist es nicht so gut, wenn er jetzt schon Besuch kriegt. Aus ärztlicher Sicht ist nichts dagegen einzuwenden. Sie dürfen ihn nur nicht überfordern. Entschuldigen Sie, ich habe noch eine Therapiesitzung. Du willst da wirklich rein? Ja, wieso nicht? Der Arzt hat doch gesagt, das ist okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Einen guten Tag von dir, das ist vielleicht schon zu viel für ihn. Wie läuft die Kugel? Immer anders als ich will.
Scheißkasten, dann werde ich verschrotten. Wenn du noch mehr Punkte machst, dann machst du bald einen dreijährigen Konkurrenz. Haha, scheint ja mächtig gut drauf zu sein. Besser als so auf alle Fälle. Ach nee, Florian hat einen Computer verschrottet. Braucht er nicht. Was? Hat er diese Maren echt abgesägt? Er wollte, aber ich hab's ihm ausgeredet. Was? Ja, ich hab ihm gesagt, er soll nach Wuppertal fahren und sich dort mit ihr treffen. Jetzt schnall ich überhaupt nichts mehr. Naja, wenn ich's ihm verbiete, dann wird er nur noch bockiger. Und so kapiert er vielleicht endlich, was er an mir hat. Und was ist, wenn nicht? Dann ist er ein Idiot. Na gut, dein Risiko. Ach, es wird schon nichts passieren. Hoffentlich. Das will ich ihm auch raten. So ein Mädchen wie dich kriegt ihn nämlich nie wieder. Oh, hör auf, ich werd gleich rot. Ich mein's ernst, Anna. Ich meine, die meisten, die sind solche Nervensägen, die lassen dich nicht mal in Ruhe flippern. Und ich spiele sogar eine Runde mit dir. Aus Gewinn, das kannst du dir abschminken. Erstmal abwarten. Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Ja, das gilt aber auch nur für Männer. Mädchen gewinnen immer. Ach so. Mhm. Hallo, Alex. Wie fühlst du dich? Geht's dir besser? Nein. Was hast du denn? Ich habe alles falsch gemacht. Was soll das? Ich bin einfach schlecht. Es hält keine Frau so lange mit mir aus. Du weißt doch, dass das nicht stimmt. Natürlich stimmt es. Ich mache dann nur, was ich will. Ich nehme überhaupt keine Rücksicht. Alex, das ist nicht wahr. Das du hast schon völlig recht gehabt, mich zu verlassen. Das war nicht deine Schuld. Ich habe auch Fehler gemacht. Bei Silke war es genauso. Irgendwann hat sie's einfach nicht mehr ausgehalten. Wer ist denn Silke? Keine Frau hält es lange bei mir aus. Ich werde immer alleine bleiben. Mein ganzes Leben. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ihn in Ruhe lassen. Ich hab doch nur mit ihm geredet. Ja, das sieht man. Das tut mir leid. Das hilft ihm jetzt auch nicht weiter. Alex? Alex, willst du alleine sein? Ich möchte mich bitte von ihm verabschieden. Du siehst doch, was du angerichtet hast. Also geh jetzt bitte. Wir beide, wir gehören zusammen. Aber keine Angst, mir fällt bestimmt was ein. Hm? Anja, sag doch mal, was machst du noch hier? Christoph war doch ziemlich deutlich, oder? Du sollst deine Sachen packen und von hier verschwinden. Ich wollte mich nur von Tizian verabschieden. Er wird dich auch nicht vermissen. Los, komm, ab. Ohne ihn kann ich meine Karriere als Dressurreiterin vergessen. Ich denke, du dressierst nur Männer. Ja, ich habe aber keine mehr. Dann such dir ein paar neue, aber pack deine Sachen zusammen und hau ab. Lass mich wenigstens ein paar Minuten mit ihm zusammen sein, bitte, Jan. In 2 Minuten komme ich wieder. Bis dahin bist du verschwunden. Jan. Was ist denn noch? Könntest du Christoph fragen, ob ich die Zähne kaufen kann? Sag mal, drehst du jetzt völlig ab? Er ist ein Teil von mir. Ich hab ihn so lieb. Ja, schön für ihn. Und? Bitte sprich mit Christoph. Ich denk doch überhaupt nicht dran. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht, aber Tizian war mein Pferd schon immer. Ich zahle dem Gestüt auch einen guten Preis. Vergiss es. Christoph lässt sich darauf nie ein. Du sollst ihn auch nur fragen, mehr nicht, bitte. Na gut, aber versprechen kann ich nichts. Danke, Jan. Das vergesse ich dir nie und sobald das mit Tizian geklärt ist, bin ich weg, endgültig. Ja, das will ich auch hoffen. Schon zurück? Sieht so aus. Naja, Wuppertal ist ja echt eine Wahnsinnsstadt, hm? Ach, hör mir bloß auf. Was machst du da? Ah, das blöde Schulpraktikum. Aber es kann warten. Erzähl mir mal lieber, wie es war. Nun sag schon. Ja, ätzend war's. Wieso, ist Maren nicht so, wie du gedacht hast? Ich hab sie gar nicht gesehen. Aber ihr wart doch verabredet. Ich weiß. Aber das Ganze ist trotzdem geplatzt. Hatte sie keine Zeit? Was weiß ich, sie war nicht da. Sie hat dich einfach sitzen lassen?
Vielleicht haben wir uns irgendwie missverstanden. Oder ist was Wichtiges dazwischen gekommen? Komisch. Sowas kommt vor. Ich find's aber trotzdem komisch, dass sie dich erst einlädt und dann einfach hängen lässt. Oder ist sie so hässlich, dass du nichts mehr von ihr wissen willst? Red keinen Quatsch. Ja, dann sag doch endlich mal, was los war. Verdammt, nichts war los. Sie war nicht zu Hause. Schluss, aus, Ende. Feierabend. Ja. Kann ich dich kurz mal sprechen? Ja, ja. Worum geht's denn? Was ziemlich Unangenehmes. Du machst mich neugierig. Christoph, ich weiß, es klingt ziemlich bescheuert, aber ich habe vorhin mit Tanja gesprochen. Ist die denn noch hier? Sie ist ziemlich fertig. Ja, das freut mich. Sie ist richtig am Ende, weil sie Tizian jetzt verlassen muss. Das hätte sie sich früher überlegen sollen. Naja, aber sie ist wegen ihm nach Friedenau gekommen. Nein. Sie ist wegen ihrer schmutzigen Geschäfte nach Friedenau gekommen. Na, wie dem auch sei, auf jeden Fall möchte sie dir gern wissen. Das heißt, sie hat gefragt, ob sie Tizian kaufen kann. Was will sie? Hat die denn gar keine Skrupel? Sie zahlt einen guten Preis, sagt sie. Und woher hat sie das Geld? Ja, wenn sie so viel Geld hat, dann nur durch ihre schmutzigen Geschäfte. Und dann gehört das Geld sowieso mir. Also jetzt Schluss mit dem Thema. Ich habe gehofft, dass du so reagierst. Es freut mich, dass ich dich nicht enttäuscht habe. Ja, dann geh ich jetzt mal raus und sag's ihr. Geht's vielleicht noch ein bisschen lauter? Entschuldigung. Was machst du eigentlich? Na, aufräumen. Hier sieht's ja aus wie nach einem Bombenangriff. Du räumst freiwillig auf? Hast du in Wuppertal eine Gehirnwäsche gekriegt? Jetzt lass mich endlich in Ruhe mit diesem scheiß Wuppertal. Sag mir endlich, was los war und du hast deine Ruhe. Ich hab dir alles gesagt. Nein, hast du nicht. Da ist doch noch irgendwas, was du mir nicht gesagt hast. Sie war nicht da. Wie oft soll ich das noch sagen? Florian, bitte. Wir wollten doch ehrlich zueinander sein. Okay, ich geb's zu. Es war ein bisschen anders. Du hast dich also doch mit ihr getroffen? Nein, habe ich nicht. Ich war zwar in Wuppertal, aber ich bin gar nicht erst zu ihr hingegangen. Warum nicht? Ich hab's mir anders überlegt, unterwegs. Was soll denn das nun wieder? Du bist mir eben wichtiger als Mara. Ach ja, und das soll ich dir glauben. Wochenlang nervst du wegen ihr rum, bis ich ja sage und dann bin ich dir plötzlich wieder wichtiger. Glaub mir, ich will sie gar nicht mehr sehen. Florian, da ist doch was faul. Es ist so, wie ich es dir gesagt habe. Tut mir leid, wenn dir das wieder nicht passt. Hallo, bist du nicht Julia? Ja, wieso? Kennen wir uns? Ich bin Nicole Büchner. Wir kennen uns von der Beerdigung von Max Orbis. Meine Mutter war jahrelang Haushälterin bei ihm. Mhm. Hinterher waren wir zusammen in Fionas Kneipe essen. Ja, jetzt erinnere ich mich. Nett, dich wiederzusehen, setze ich. Willst du auch zu Alex? Ich war schon bei. Und? Wie geht's ihm? Nicht so gut, glaube ich. Und worauf wartest du jetzt? Willst du noch mal rein? Weiß nicht. Soll ich dich lieber alleine lassen? Nein, bitte, bleib. Ich bin froh, wenn jemand was. Was hast du denn? Ich weiß noch nicht, ob es so eine gute Idee war, zu Alex zu gehen. Ich hat sich furchtbar aufgeregt. Und dann hat er auch noch geweint und ich... Aber doch nicht deinetwegen. Willst du wirklich noch mal rein? Komm, wir gehen woanders hin. Ich kann Alex auch später noch besuchen. Hast du eine Ahnung, wo wir hingehen könnten? Wir könnten bei Fiona einen Kaffee trinken. Prima Idee. Also? Und was hat er gesagt? Ist er einverstanden? Nein, ist er nicht. Christoph macht keine Geschäfte mehr mit dir. Das habe ich dir gleich gesagt. Was wird jetzt aus Tizian? Tizian bleibt hier auf dem Gestüt. Und damit basta. Was soll ich jetzt tun? Hier, nimm deine Sachen und verschwinde. Ja, was denn noch? Bist du taub? Kannst du mir wenigstens ein Taxi rufen? Doch, das noch.
Wenn ich wiederkomme, bist du verschwunden. Hi, ich bin's, Tanja. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich hatte nur so viel zu tun. Hör zu, ich hab's ziemlich eilig. Ich brauch dringend eine Pferdebox. Das regeln wir alle später. Hauptsache, du bringst den Hänger und den Wagen so schnell wie möglich nach Friedenau. Stell ihn einfach ab. Einfach den Waldweg links vom Ortsschild rein. Ja, das kannst du gar nicht verfehlen. Ja, danke, du bist ein Engel. Hi. Und? Wie war's in Wuppertal? Oh Mann. Du machst mich so spannend. Wie war's? Sieht sie wirklich so scharf aus wie auf den Fotos in den Comics? Ich bin ein echtes Arsch. Einfach zum Reinschlagen. Das weiß ich schon lange, Alter. Aber wie war's mit Mare? Sie kann nicht reden. Du bist eben so hässlich, da verschlägt sie jedem die Sprache. Sie kann auch nicht hören. Sie ist taubstumm. Taubstumm? Ich habe sie von Weitem gesehen und bin einfach wieder abgehauen. Ich habe nicht mal Hallo gesagt. Ach, sie hat dich sowieso nicht verstanden. Okay, okay. Du besuchst einfach einen Kurs in Gebärdensprache und probierst es nochmal. Du bist so bescheuert. Du willst sie doch noch sehen, oder? Im WorldNet war alles so super. Wir haben uns toll unterhalten. Ich war total gespannt. Und dann sowas. Das Mädchen ist taubstumm, na und? Das war der totale Schock. Ich habe ein Scheißgefühl gehabt, sage ich dir. Hast du es Anna schon erzählt? Hey, es hätte auch schlimmer kommen können. Ganz bestimmt nicht. Na, stell dir vor, sie würde gar nicht existieren. Und Yolanda wäre bloß ein Computerprogramm. Dann hättest du ein Problem. Lass uns ein anderes Mal über Silke reden. Nein, ich muss jetzt über sie reden. Mir platzt sonst der Schädel. Versuch ein bisschen zu schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich muss dauernd an Silke denken. Ich habe alles kaputt gemacht. Warum suchst du denn die Schuld immer bei dir? Weil ich immer nur mache, was ich will. Darum ist sie auch gegangen. Es ist nun mal passiert. Dagegen kannst du jetzt auch nichts mehr tun. Ja, ich weiß. Darum tut sie auch so weh. Weißt du denn, was aus ihr geworden ist? Hast du sie nie gesucht? Ich konnte doch nicht. Ich war doch krank. Ich hatte einfach keine Kraft dazu. Ja, aber als du gesund warst. Da wollte ich nicht mehr. Ich wollte sie vergessen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Warum besuchst du sie nicht, wenn du hier wieder rauskommst? Vielleicht hilft dir das. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich würde sie wieder sehen und dann würde sie wieder gehen. Aber ich gehe nicht weg, Alex. Ich bleib bei dir, solange du willst. Das hat sie auch immer gesagt. Alex, ich bin noch bei dir. Nein. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ich liebe sie immer noch. Mehr als alles andere in der Welt. Im Schwimmbad hätte ich eigentlich schon merken müssen, dass mit Alex was nicht stimmt. Was war da? Er war total verknallt in mich, aber es war alles so übertrieben. Er war wie besessen. Und dann habe ich ihn im Stich gelassen. Vielleicht wird es ihm heute besser gehen, wenn ich nicht so. Julia, es ist ja nicht deine Schuld, dass Alex liebt sich übertrieben. Lass uns von was anderem reden. Wart ihr noch einen Kaffee? Nee, lieber ein Wasser. Für mich auch. Ihr könnt ruhig weiterreden. Ich bin nicht mehr sauer auf Alex. Im Grunde ist er doch nur ein armes Schwein, das nichts dafür kann. Trotzdem. Naja. Ich meine, wir können uns auch über Nicole unterhalten und über deine tolle Wohnung, die der Max vererbt hat. Ja, die ist echt super. Und Düsseldorf finde ich auch total aufregend. Klar, für jemanden, der aus der Schweiz kommt. Was machst du denn beruflich? Ich habe eine Ausbildung als Chemielaborantin gemacht, um meiner Mutter einen Gefallen zu tun. Mhm. Aber eigentlich willst du was anderes machen. Genau. Ich will Schriftstellerin werden. Ja, das
ist doch mal was Vernünftiges und nicht so was Ausgeflipptes wie Chemielaborantin. Ja, aber erstmal muss ich was erleben, damit ich was zu schreiben habe. Deshalb will ich jetzt erstmal jobben, was Neues ausprobieren und so. Na gut. Ja, der Anfang war ja schon mal nicht schlecht. Ich habe eine neue Wohnung und eine neue Freundin. Jetzt brauche ich nur noch einen Job. Denkst du an was Bestimmtes? Ja. Am besten einer, der wenig Arbeit macht, ganz viel Geld bringt und mir viel, viel Zeit zum Schreiben lässt. Sophie, sie ist scharf auf deinen Job. Sehr witzig. Wenn ich dafür deine Wohnung bekomme. So, das Kapitel Tanja ist endgültig abgeschlossen. Sie hat sich gerade ein Taxi genommen und ist weg. Hoffentlich für immer. Das garantiere ich dir. Die lässt sich hier nicht mehr blicken. Tag allerseits. Ach, hat dich Clarissa aus dem Penthouse geworfen? Warum sollte sie? Sie ist meine Mutter und sie lässt mich nicht hängen, im Gegensatz zu meinem Vater. Ach, wie schön für dich. Und jetzt bist du gekommen, um mir zu sagen, wie gut ihr miteinander auskommt, ne? Ich brauche ein paar Unterlagen für Arbeitex. Bin rein geschäftlich hier. Ja, ja, bedien dich. Wo ist denn die aktuelle Umsatzprognose? Ich hab sie in der Seitentasche des Motorrades. Ich gehe sie mal eben holen, ja? Inzwischen kannst du mir ja mal erklären, wie es meiner holden Gattin geht. Clarissa geht's bestens. Sonst noch Fragen? Nein, danke, das reicht vollkommen. Mhm. Jetzt mach dir nicht ins Hemd. Diese Marin reißt dir schon nicht den Kopf ab. Aber wie soll ich ihr das denn sagen? Dass ich auf einmal Schüttelfrost gekriegt habe und wieder nach Hause bin? Na, zum Beispiel. Oder dass du mit der Schwebebahn abgestürzt bist. Ja, und dir auf dem Kopf. Und vor allem, wie soll ich es Maren sagen? Weißt du, wo Dani ist? Ich muss mir noch ein paar Bücher über Berufspraktika von ihr ausleihen. Sie ist vor einer Stunde weg. Und was läuft hier? Verschwörung? Na, so ungefähr. Na los, Alter. Irgendwann muss es raus. Was muss raus? Maren. Ach nein. Was für eine Überraschung. Ich habe sie doch gesehen. Ich habe mich nur nicht getraut, sie anzusprechen. Wieso das denn nicht? Seit wann bist du denn so schüchtern? Das bin ich nicht. Aber sie ist taubstumm. Und? Ja, genügt das nicht? Du hast sie nicht angesprochen, nur weil sie taubstumm ist? Ja. Ich find's ja auch bescheuert. Also, da flirtet er wochenlang mit ihr am Computer. Maren hier, Maren da, Maren wunderbar. Jetzt kriegt er den Mund nicht auf, nur weil sie taubstumm ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, na was wohl? Du fährst doch mal zu ihr hin. Und diesmal wird nicht gekniffen, Alter. Das gibt's doch gar nicht.